Nationalmannschaft. Und morgen ist es dann auch soweit für Lukas Podolski in der Partie gegen England. Alle Augen nochmal auf ihn, auf den 31-Jährigen. Mit seinem 130. Länderspiel wird er sich von der Nationalmannschaft verabschieden. Nach 13 Jahren läuft er dann in Dortmund zum letzten Mal für den Weltmeister auf. Da sind nochmal die Bilder von der Ankunft am Teamhotel und morgen dann sein großer Auftritt. Dann verabschiedet er sich aus der deutschen Nationalmannschaft und der Kölner kann auf eine beeindruckende Bilanz im DFB-Team zurückblicken. Das ist die Bilanz. 129 Spiele und 48 Tore. Beides Platz 3 in der ewigen Bestenliste für das DFB-Team. Lukas Podolski hat mit der Nationalmannschaft eigentlich alles erlebt. Eine Premiere wird er am Mittwoch gegen England aber dennoch feiern. Er wird sie als Kapitän aufs Feld führen. Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal und wenn es so ist, dann klar, mehr geht nicht, glaube ich, bei seinem letzten Spiel. Als Kapitän verabschiedet sich Podolski von einer Mannschaft, die er 13 Jahre lang begleitet hat. Er selbst realisiert sein Ende für die DFB-Auswahl, aber noch nicht ganz. Und mit dem Spiel morgen, wenn man in die Kabine kommt, das Trikot nochmal sieht, die Fußballschuhe, zum Aufwärmen kommt und dann, wenn der Schiri dann anpfeift, dann geht's los. Und ja, es werden schöne und emotionale Momente sein. Gespielt hat er für das DFB-Team seit 2004 bei allen großen Turnieren. Einen besonderen Höhepunkt will er sich aber nicht herauspicken. Es gibt jetzt nicht den einen Moment, den ich habe in den 13 Jahren, wo ich sage, das war jetzt der Moment oder das Highlight. Ein Highlight vielleicht, das gesamte war die WM 2006, eine Heim-WM. 13 Jahre lang spielte Poldi mit dem Adler auf der Brust. Den Spaß hatte er aber nie verloren und kam trotz oder genau deswegen auf 129 Spiele und 48 Tore und ist schon jetzt Teil der DFB-Geschichte. Bundestrainer Joachim Löw hat noch ein ganz besonderes Geschenk zum Abschied, nämlich die Frage, wer Kapitän ist. Die kam vom Journalisten und da gab es kein langes Drumherumreden. Wird Lukas Podolski morgen die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen? Falls ja, Frage an Lukas Podolski, was bedeutet Ihnen das? Klares Ja. Sensationell. Ja, ich höre das jetzt auch zum ersten Mal und wenn es so ist, dann klar, mehr geht nicht, glaube ich, bei seinem letzten Spiel, um aufzulaufen dann als Kapitän und ja, dafür kann man nur Danke sagen. Irgendwann geht alles einmal zu Ende. Ein letztes Training, ein letztes Spiel, eine letzte Pressekonferenz. Lukas Podolski verabschiedet sich von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er wird das Team nochmal als Kapitän aufs Feld führen. Joachim Löw sagt, ein ganz großer Spieler verabschiedet sich. Seine Mitspieler, die Fans und auch wir von Sky Sport News HD sagen Tschö, Poldi. Für Sie vor Ort in Kaiserau, Christopher Limberopoulos für Sky Sport News HD.